Hast du einen Schatz? Ein Schatz? Also ich meine damit nicht ein Freund oder eine Freundin oder einen Ehepartner, sondern einen richtigen Schatz. Etwas Kostbares, Wertvolles, was dir gehört. Jesus sagt uns, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und er lehrt uns in der Bergpredigt, da heißt es, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Irdische Schätze, weltliche Schätze sind gefährdet. Und ich denke mal, im Zuge der weltweiten Finanzkrise ist das jedermann bewusst geworden. Auch dem, der das größte Vertrauen in das Wirtschafts- und Finanzsystem bis jetzt noch gehabt hat. Wir sollen uns solcherlei Schätze nicht sammeln, sondern wir sollen, so sagt Jesus uns, himmlische Schätze sammeln. Wir sollen uns auf dieser Erde einen Schatz im Himmel anlegen. Das ist interessant, nicht wahr? Paulus fordert uns im Kolosserbrief auf, etwas Interessantes zu tun. Er sagt zu uns, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also das bedeutet, wenn ihr wiedergeborene Christen seid, wenn ihr auferweckt worden seid, wenn ihr in einer lebendigen, intakten Beziehung mit Jesus steht, dann sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das heißt, streckt euch nach dem aus, was im himmlischen Thronsaal ist. Streckt euch nach dem aus, wo Christus ist, wo die Autorität ist, die Vollmacht, wo er herrscht, im Himmel. Das ist etwas, was ihr suchen sollt. Das ist etwas, worauf ihr euch konzentrieren sollt, worüber ihr nachdenken sollt, meditieren sollt, euch danach ausstrecken sollt, euch aufmachen sollt, dahin zu kommen. Das bedeutet das biblische Wort suchen. Und im nächsten Vers geht es weiter. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle als westliche Christen nicht wirklich tun. Wir sind sowas von beschäftigt mit diesen irdischen, weltlichen Dingen. Wir sind so gefangen in diesen Dingen, die alle organisiert sein wollen, dass wir fast keine Zeit haben, uns nach dem auszustrecken, was wirklich droben ist. Aber wir sollen darüber nachsinnen. Wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen uns damit beschäftigen. Hier heißt es, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das bedeutet, sinnt nicht über irdische Dinge nach. Das ist eine wirklich beachtliche Aussage, die Paulus uns hier gibt. Wir sollen uns um himmlische Dinge kümmern und danach ausrichten und die irdischen Dinge, die sind wirklich zweitrangig. Im Luthertext heißt es, trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist aktiv. Da ist es etwas, wir haben etwas zu tun. Wir sind aktiv dabei. Und ich glaube, viele, viele unserer Probleme und unserer Sorgen und unserer Begrenzungen würden sich ganz automatisch klären und in Luft auflösen, wenn wir das beherzigen würden. Wenn wir uns ausstrecken würden nach dem, was droben ist. Wenn wir uns darauf konzentrieren würden und endlich dieses irdische, weltliche etwas hinter uns lassen würden. Dass wir uns von diesem Tagesgeschäft dieser Welt nicht davon abhalten lassen, das, was Gott für uns vorbereitet hat, wirklich in Empfang zu nehmen. Ich glaube, dass in der Himmelswelt für uns Dinge sind, die für uns vorbereitet sind. Wir sollen uns einen Schatz dort sammeln. Das geschieht, indem wir uns ausstrecken nach Christus und dass wir hineinkommen in das, was er für uns vorbereitet hat. In die, wie es in der Bibel heißt, vorbereiteten Werke, dass wir darin wandeln sollen. Ich glaube, dass wenn wir nach dem, was droben ist, suchen, wenn wir danach sinnen, wenn wir danach trachten, dass unser Leben sehr viel reicher werden wird, als es jetzt ist. Und dass viele, viele Dinge sich klären werden, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Ich glaube, wenn wir das beherzigen, hat Gott viel mehr für uns.